Insofern haben wir da schon den Daumen drauf. Aber ich glaube, was passiert hier vorne jetzt? Können Sie es sehen? Ein Teil der Menschen kann es sehen. Wer jetzt genau aufpasst, der sieht, dass dort was übergeben wird. Ganz schnell, recht unauffällig. Üblicherweise stehen ja nicht so viele Menschen hier an der Pier. Von daher können Sie sehen, so eine Sache spielt sich in Sekunden ab. Und das Sportboot fährt davon und die Barkasse fährt weiter in den Hafen und dreht seine Kreise. Weiter in unsere Richtung. Natürlich immer mit dem Auftrag, die Barkasse nicht aus den Augen zu verlieren. Jetzt wird es gleich ein bisschen lauter. Wir werden uns im Gehör eindeutig Szene genießen. Zu Wasser. Die ersten Einsatzkräfte sind an Bord, das können Sie sehen. Die anderen steigen jetzt zu, die mussten sich natürlich noch mit Rettungswesten ausstatten. Wenn man mit der vollen Einsatzausstattung ins Wasser fällt, dann kann es ja nachteilig enden. Deswegen geht auch hier die Sicherheit natürlich vor. Und wir versuchen jetzt einen Überraschungsangriff zu starten auf die Barkasse, nachdem wir alle Kräfte im Boot haben. Das heißt, sie lassen sich erst einmal ein Stückchen zurücktreiben, um unten an den Fahrstuhl anzulegen, um die anderen Kräfte zu bringen. Das ist eigentlich auch einmalig. Also Fahrstuhlfunktionen auf einem Seeschiff gibt es nicht so viele. Jetzt können Sie bestimmt erkennen, wie die Kräfte auf das Boot übersetzen. Der kleine Hinweis jetzt, wenn die Kräfte auf die Barkasse zufahren, dann wäre der Moment, die Kinder vielleicht ein bisschen vom Lärm zu schützen oder wenigstens darauf hinzuweisen. Die machen sich also jetzt bereit, das Blaulicht ist schon an. Wir versuchen also jetzt im Schutz der Helgoland doch sehr schnell und überraschend an die Barkasse dann anzulanden. Aber schauen Sie selbst. Genau, das Zollschiff Helgoland wird jetzt die Szene ein bisschen verlassen, damit wir die beiden Kleinfahrzeuge schön erkennen können. Und Sie sehen, das Schlauchboot nimmt Fahrt auf, die Jungs sind da an Bord. Sondern wie viele Jungs sind da jetzt an Bord? Ja, ich denke, ausreichend auf jeden Fall für die Barkasse. Die kreuzen noch mal einmal gut fürs Publikum, um auch erstmal aufzuklären, was ist denn auf der Barkasse auch drauf, wie viele Leute sind vor Ort, müssen wir mit Gegenwehr rechnen, haben wir vielleicht Waffen erkannt, die dort auf der Barkasse sind. Und sie werden jetzt... Ich glaube, auf der Barkasse hinten drauf sind so ein paar Figuren, die nicht ganz ungefährlich sind. Jetzt kommt die Annäherung. Das war also mal eine ganz klassische Ablenkung. Wer die Hände frei hat, darf gerne nochmal klatschen. Wir sehen schon die Hände oben von den Tätern und das Übersteigen der Kräfte auf die Barkasse. Unmittelbar jetzt erfolgt natürlich die Festnahme.
Ziel ist es immer, unsere Täter unverletzt festzunehmen. Wir müssen die im Anschluss sofort an den Haftrichter. Was soll man denn jetzt? Oh, lange Jungs.